Playtonic Games. Team 17, Weiss. So, meine Freunde, jetzt sind wir auch schon mit einem kleinen neuen Projekt, und zwar Ukulele. Wie manche von euch vielleicht schon wissen, Yoka und Lele ist ein geistiger Nachfolger von Banjo und Kazooie. Und das freut mich echt sehr, denn ich habe es geliebt. Das ist wirklich, das steht für mich für das N64 fast schon auf derselben Stufe wie Super Mario 64. Und das will schon echt was heißen. Die Mission, die Gespräche, das war einfach alles. Es war göttlich. Und umso mehr freue ich mich auf Yoka und Lele. Ich muss gleich mal dazu sagen, wir spielen mit Controller. Es ist auch für den Controller ausgelegt. Und dazu kommt auch, wir spielen leider nicht auf den höchsten Grafikeinstellungen. Ich kann das ja mal ganz kurz zeigen. Anzeigen? Ah ja, genau. Wir spielen bloß auf gut. Es gibt noch. Nein, ich habe die Aufnahme kaputt gemacht. Nein. Ja, wie gesagt, es gibt noch wunderschön und fand. Achso, jetzt kann ich on the fly wechseln. Aber ihr seht, sobald ich auf gut wechsle, bleibt das Bild stehen und es wird auch nur ein schwarzer Screen recorded. Deswegen lassen wir das Ganze mal auf. Also auf gut. Nein, jetzt muss ich kurz das Spiel neu starten. Wir sind in ein paar Sekunden wieder da. Ja, so viel zum Thema zeigen. Da war natürlich, ich habe nicht daran gedacht, dass er das ja einfach übernimmt. Aber dabei kann ich ja mal ganz kurz erzählen. Und zwar, wie gesagt, ist Yoka Lele geistiger Nachfolger von Banjo Kazooie, hat man gerade schon. Und geistiger Nachfolger heißt so viel wie, es ist ein Nachfolger. Ist auch von demselben Entwicklerteam, die sich praktisch von Rare getrennt haben. Rare gibt es ja immer noch, produziert aktuell für Microsoft. Und haben Playtonic gegründet und über Kickstarter Yoka Lele finanziert. Und ich bin, wie gesagt, echt sehr gespannt. Ich war nur im Hauptmenü, ich habe nur das hier gesehen und schon dieses Geräusch. Das ist sowas von Banjo Kazooie, das geht gar nicht anders. Und dann war ich noch im Hauptmenü und habe nur das hier gesehen. Diese Art und Weise, wie man die Spielstände hin und her wechselt, auch wirklich so Flashback-mäßig habe ich da den Bären gesehen in seiner Bude und einer davon hat ein Gameboy, das weiß ich noch. Und ich hoffe, dass das Spiel auch, wenn das Spiel auch nur annähernd so gut ist wie Banjo Kazooie, dann werden wir eine ganze Menge Spaß haben. So, haben wir Spiel 2, ein neues Spiel. Spiel 1, DDR 22 Sekunden, danach habe ich es sofort ausgemacht, wollte halt bloß gucken, ob es funktioniert. Wir können das ja einfach löschen. Oder vielleicht wollen wir ihn hier. Weiß gar nicht. Rein vom Prinzip her müsste ja die kleine Eidechse hier Yoka sein und die Fledermaus Lele. Ne? Dürfte ja auch von den Farben her passen. Und die zwei, die hier so schön chillen oder die hier spielen. Ah ja, die hier vorne. Mit dem mal kurz löschen. Müsste ich Spieler wirklich löschen? Ja. Gut. Und das war's auch schon. Weg ist er. Und dann würde ich sagen, machen wir ein neues Spiel. Hoffen wir mal, dass es ein kleines Intro gibt oder so. Das würde mich sehr freuen. Schmause leckere Schmetterlinge, um deine Gesundheit und Energie aufzufrischen. Ja. Es bedarf verschiedener Taktiken und tschüss. Sex. Halt nicht. Schiffbruchbucht. Was ist da für ein Name? Schiffbruchbucht.
Wer ist das denn? Der sieht aber nicht so nett aus. Alles wurde gemäß Ihren Angaben vorbereitet. Kapitol B, das Personal gehört Ihnen. What? Ich finde sie, dass diese neue Statue golden genug ist. Oder ist sie zu golden? Sie ist, ja. Es setzt sie an einer Fokusgruppe. Die Angestellten brauchen jemanden, zu dem sie aufschauen können. Moment mal, was ist das? Vizepräsident? What? Das ist die Statue des Vizepräsidenten, Sir. Die habe ich nie genehmigt. Außerdem wirft sie einen ungünstigen Schatten auf den Sockel der Präsidentenstatue. Weg damit. Natürlich, Sie sind jetzt der Boss. Sind wir bereit, die neueste Profit auf was Blähtechnologie zu synergetisieren, Dr. Quack? Wirklich? Jawohl, Sir. Ich habe den Novalisator 64 vorbereitet. Meine bislang genialste Erfindung. Ja, Novalisator 64 geht klar. Damit können wir alle verstaubten alten Bücher der Welt stehlen und so zum einzigen Player auf dem Markt werden. Eine gleichsam skrupellose und dynamische Strategie, Doktor. Sehr schön. Bereiten Sie den Apparat sofort vor. Ich will bis Mittag auf dem Golfplatz von Welt 4 stehen. Ah, Welt 4 ist auf dem Golfplatz? Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Dr. Quack. Ja. Das hat so aller fein gemacht, der Dr. Quack. Okay, und jetzt stehlen die alle Bücher auf dieser Welt. Und Quack, sorgen Sie dafür, dass Sie das besondere Buch sichern. Okay, die Bücher fliegen da jetzt einfach rein, jo. Das sieht sehr nice aus, muss ich mal so sagen. Schatten fehlen leider in dieser Grafikeinstellung, aber das ist ja nicht so schlimm. Ah, was für ein Leben! Diese alte Schiffswrack fühlt sich endlich wie ein Zuhause an. Leile. Das kommt von meinen farbenfrohen Anstrichjoka. Es war Zeit für eine Renovierung. Die meisten Zimmer waren unberührt, seit wir eingezogen sind. Wer weiß, was sich unter den Dielen verbirgt? Hauptsächlich Insekten. Und zwar ziemlich leckere. Oh, und ein altes Buch, das ich als Getränkeuntersetzer verwendet habe. Wow, ein Piratenschatz? Es ist sicher viel wert. Es sieht antik aus. Wirklich? Meinst du, wir sollten es was verticken? Ich gebe dir 20% vom Erlös. Was? Hey, mein profitables Buch. Es wird weggesaugt. Ah, die Seiten, sie entfliehen. Und sie sind golden. Ich glaube, das Buch ist ein wenig spezieller, als du gedacht hattest. Lene! Schnell, hinterher! Das Buch ist jetzt, wo es fliegen kann, sogar noch mehr wert. Ja, das würde ich so auch sagen. So, ich nehme an, wir haben jetzt so ein kleines Tutorial. So, probieren wir mal. Aha, hier kann man laufen. Ja, können wir uns umschauen. Sieht cool aus, die zwei.
Guck mal, springt. Ah, einen Doppelsprung gibt's auch. Oh. Entschuldige. Mal ducken, okay. Eine Kiste? Was gibt's hier schön? Gibt's hier was? Komm her. Was hab ich jetzt gemacht? Okay. Aber wir sollen doch Richtung Buch, oder nicht? Also hier lang einfach. Wer bist du denn? Alles gut, Kumpels. Schön euch zu sehen. Ah, hallo, ich bin Yuka und das ist meine Freundin Lele. Kennen wir dich? Klar doch, ich bin's. Browser, der ehrlichste und agilste Verkäufer. Kurz räuspern. Ja, ich erinnere mich, du bist die Kanaille, die uns diesen zwielichtigen Flachbildschirm verkauft hat. Nein, das war ich nicht. Du irrst dich, mein Freund. Hey, Drowser, hast du hier zufällig ein magisches Buch vorbeifliegen sehen? Für 5 Federn habe ich das vielleicht. Sie sind gerade sehr gefragt. Das Buchgeschäft läuft blendend. Vielleicht findet ihr in diesen Schatzkisten genug, die überall herumfliegen. Was? Nee, herumliegen. Ich habe schon versucht, welche davon zu knacken, während Yuka schlief. Keine Chance. Ach, um sie zu knacken, braucht ihr einen meine persönlichen Spezialtricks. Wenn du verwendest, kann unser grüner Freund hier den Schwanzwedelangriff ausführen. Der haut richtig rein. Drücke X nur um alles klar. Exzellent, geht jetzt die Schatzkisten aufbrechen und bringt mir 5 Federn. Okay. X soll ich drücken. Das konnten wir vorher gar nicht. Sind das die Schatzkisten? Eine? Ich bin eine Feder, eine von 200 in jeder Welt. Sammle uns alle, um neue Tricks zu kaufen. Jetzt kommen wir gleich noch ein Trick. Ui, geil. Aber ich überlege gerade, der Katsui, der hat ja geschafft, dass der Bencho fliegen kann. Aber ich glaube nicht, dass das hier was wird, denn ich glaube, Leles Flügel sind da ein bisschen klein für. Oder? Hui! Ach, guck mal. Ich bin angemalt hier. Komm hier rein. Ich bin ein leckerer Schmetterlings. Was Energie? Sei nett und sammle mich, um deine Energieleiste zu füllen. Ich habe keine Energieleiste, oder? Ich habe keine. Habe ich vielleicht irgendwas ausgeblendet? Kamera, Anzeige. Wir dürfen nicht die Steuerung verändern. Nein, gibt's auch keine Option dazu. Vielleicht hier. Modus klassisch. Lassen wir bei klassisch. Na gut, vielleicht gibt man das hat ja noch, weil noch sehen wir ja gar nicht. Hui! So, wir sind 3 Federn. 200 soll es hier in dieser Welt geben. Können wir tauchen? Wir können natürlich tauchen. Sehr schön. So. Wird die auch kaputt machen? Oh, Schmetterling. Oh, ja. Ab, zack.
vier Federn. Und vielleicht haben wir da ja noch eine. Ab! Nein, Schmetterling. Können wir hier hoch? Nee. Nee, aber runterrutschen kann man, okay. Ah, da oben. Ich habe eine Kiste gesehen. Müsste eigentlich gleich mal ganz fix schauen, ob die Aufnahme funktioniert. So, die fünfte Feder. Ach ja, das hilft meiner Erinnerung auf die Sprünge. Kommt zurück. Aha, okay. So. Schmetterling. Noch mehr Schmetterlinge. Was Bad Ship Crazy. Doch, jawohl. Boah, es gab so gute Charaktere. Oh, und noch eine Sechse. So dermaßen gute Charaktere in Banjo-Kazooie. Ich hoffe. Aber wenn die hier auch nur an der. Also das, was wir bis jetzt gesehen haben, lässt ja wirklich schon eine Menge Gutes vermuten. Aber wenn die auch nur annähernd so gut sind, dann werden wir ja so viel Spaß haben. Und ich muss wahrscheinlich mein Audio-Setup etwas umstellen. Denn ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Probleme damit, die Stimmen zu verstellen, wenn ich mich nicht selber höre, weil das Spiel auf dem Kopfhörer so laut ist. Macht das ein bisschen schwierig. Da, wenn man sich, wie gesagt, nicht selber hört, ihr merkt ja vielleicht, ich fange immer mit der falschen Stimme an, also immer mit der 0815 Standardstimme. Oh, hallo, Mr. Kanone. Aber erstmal eine Feder. Deswegen, ich werde jetzt erstmal gerade so beschlossen, ganz normal weiterreden, ohne so großartig Stimme zu verstellen. Und dann werde ich mal versuchen, dass ich das nächste Mal schaffe, dass ich mich dann selber hören kann. Dann sollte das wesentlich besser gehen. Ja. Hallo. Wer bist du denn? Ja, ärgere dich, Mr. Kanone. Hey, Blasto, wie geht's dir heute? Aus. Nicht besonders. Ich habe Halsschmerzen und meine Stimme ist fast weg. Es liegt an deiner Karaoke-Einlage letzte Nacht. Du hast uns alle von den Socken gehauen. Da bin ich nicht so sicher. Ich glaube, jemand hat eine gelbe Zeitung in diese Richtung geworfen. Und ich habe sie versehentlich inhaliert. Ja, soviel zum Thema Stimmen nicht verstellen. Ich wünschte, es gäbe eine wirkungsvolle Heilung, die mich wieder in Form bringt. Ja, die gibt's, ne? Einfach anzünden. Aber wenn er die verschluckt hat, ist sie doch da in seinem Kanonenrohr, oder? Also, ich kenne da ehrlich gesagt nur einen sehr sinnvollen Weg, da was rauszubekommen. Ja, wir können ja. Hi, hallo, Vogel! Haha, sieht so cool aus. So, aber können wir eigentlich irgendwie noch spenden? Ja, hey, hallo. Hi. So, ach, guck mal, da hinten ist noch eine Kiste. Da können wir sogar ran. Hallo. Und da haben wir schon 8. Gefährliche Brücke. Noch was? Nee. Nee, sind wir sterben, bestimmt wenn wir runterfallen. Das würde ich jetzt einfach mal versuchen zu vermeiden. Können wir die Blumen essen? Das sieht so cool aus. Na gut. Hallo. So, findet man noch eine Zehnte? Ah, ich dachte schon, wir kommen nicht hoch. Ich hätte gerne noch eine Zehnte. Doch bestimmt 10. Ja, da Blödsinn 9 zu verstecken. Oder? Nur zu. Lispel raus damit.
ist unser Buch? Euer Buch ist in Richtung des Unternehmens hinter diesem Tor geflogen. Seit der Übernahme durch den Konzern von Hivori Towers gehen dort seltsame Dinge vor sich. Ich bin selbst dorthin unterwegs, um ein paar Tricks zu verkaufen. Erlaubt mir das Tor zu öffnen. Und ich telefoniert erstmal und ich habe gerade festgestellt, dass die Schlange eine Hose anhat. Und eine Hose hat ja bekanntlich zwei Hosenbeine. Und ich muss sagen, er hat das ziemlich intelligent gelöst, nicht? Komm, Yoka, lass uns das Buch besorgen, bevor Trousers merkt, dass wir ihm die gefundenen Federn nicht gegeben haben. Cool. Wer Trousers? Komm. Kann der uns schon was verkaufen? Ups, nicht anlecken! Bitte sucht mich wieder auf, wenn ihr Lust auf ein paar erstklassige Angebote habt. Achso, wir können jetzt noch nichts bei ihm kaufen. Wir können alles anlecken. Guck mal, wir lecken meine Wand an. Ja. Lieb, lieb. So, ja, darf ich hier runter? Ja. Darf ich hier hoch? Ja, auch. Nein, ich darf nicht da hoch. Okay. Was? Das erneutes Drücken von A wandeln. Achso, ja. Jetzt sind wir beim Tutorial angelangt. Das ist Drücken. Ja. Mit LT. Das ist also LT. Aha, gut zu wissen. Fehler gibt's ja keine. Ja, wir haben alles Handbuch gelesen. Ja, auf die Luftanzeige achten, da hast du ganz recht. Achso, hier komme ich jetzt natürlich auch nicht hoch. Hui. Das Wasser sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so lecker aus. Das sieht aus, als würde da eine Menge Müll. Da schwimmen Buchstaben drin rum. Da kommen auch Buchstaben. Was? Ah, okay. Anlegen. So. Was? Was sind das für blaue Dinger da vorne? Sie sehen sogar noch viel lichtiger aus als Bowser. Haben die sich vielleicht verirrt? Das bezweifle ich an unserer Stelle und ich bin 50% von uns. Würde ich sie mit X angreifen, im Gegensatz zu diesen Weichschützen fühlt sich unsere Gesundheitsleiste nicht automatisch auf. Du hast recht, aber falls sie uns angreifen, kann ich mit B, wo ist B, da ist B, jederzeit einen der Nähe befindlichen Schmetterlinge essen, um etwas Gesundheit zurückzugewinnen. Ah, okay. B, war das nicht die Zunge? Was? Jam, ich bin leckere Schmetterlingsenergie. Ich bin mit B, um Kraft zu sammeln. Gib meins. Cool, der kann ja doch. Ja, mal geil. Mehr hoch. Ja, wir brauchen nicht gegen die kämpfen, aber wir wollen gegen die kämpfen. Hallo. Hey. Hier, meins. Aber ich habe keinen Energiebalken. Kann ich den mal hier sehen? Irgendwie. Das ist doof. Kurz schreiben. Tastatur!
Ich... Was zum Knotenpunkt zurückkehren? Achso, aber warum? Nur so, lass mal das erstmal. Hallo? Nein. So. Was für eine ekelhafte. Betreten verboten. Dies ist Privateigentum. Achso, jetzt können wir eigentlich mal probieren. Beim Sound war das. Sprache abkürzen. Hallo, wir suchen unser verschwundenes Buch. Es scheint diesen Weg genommen zu haben. Euer Buch gehört jetzt uns und bald auch dem Rest der Welt. Auch der Rest der Welt. Muah. Ein seltsames Geschäftsmodell. Öffnet ihr ein Buchmobil? Was eigentlich interessieren wir uns nur für ein ganz besonderes Buch. Und jetzt verschwindet, bevor ich das Fachpersonal rufe. Irgendwas stimmt ja nicht, Leila. Wir sollten uns umschauen. Ja, würde ich auch sagen. Aber ich glaube nicht, dass die uns reinlassen. Oh. Na gut. Wir lassen uns doch rein. Hivori Towers. Also ich würde sagen, es ist doch zu golden, oder? Ja, definitiv. Hey, Freunde, hier drüben. Was? Wir sind in Trauers schon hier drin. Tausers heißt er, ne? Tausers. Schön, euch wiederzusehen, Kumpels. Wie ich sehe, habt ihr die einfachen Tricks auf dem Kasten. Yoga hat es sich unterwegs einem kurzen Tutorial unterzogen. Super, es ist Zeit für eure Fähigkeiten auszuwandern. Was anzuwenden. Ich habe ein Stück eures Buches entdeckt. Auf seiner hohen Stirn. Ich schlage vor, ihr geht es sammeln und findet heraus, was los ist. Ich würde ja selbst gehen, aber ich erwarte einen wichtigen Anruf vom Boss von Welt 1. Er ist ganz heiß auf einem meiner super Tricks. Ja, sicher doch. Ein super Trick? Ich will auch einen super Trick. Und zeigt ihr mir jetzt einen Weg? Ist das immer noch Tutorial? Also ist ja auf jeden Fall noch nicht Welt 1. Ja, ich denke mal, das sollten wir hinkriegen, oder? Ja, ich denke mal, das schaffen wir. So, gibt es denn hier noch ein paar goldene Federn? Mehr? Guck mal hier. Ja, ich konzentriere mich sehr stark auf das Spiel. Hallo? Aber nicht, dass man in diese Suppe reinfallen sollte. Ja, das hat es jetzt gebracht.